Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal dreht sich das wieder um das V-Log-Schlüsselsystem. Ich wollte eigentlich ein Fazit machen nach 14 Tagen. Ich habe das jetzt vor 14 Tagen ja eingebaut. Ich habe ja ein Video, ich verlinke euch das. Aber ich will es noch länger testen. Ich mache jetzt nur ein Zwischenfazit. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt gleich weiter. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder goingbus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt. Und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus. Und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Und ich gehe jetzt mal auf die App ein. Und ihr seht immer noch den Batteriestatus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Immer noch voll. Und wie ich schon beim letzten Video gezeigt habe, es ist ja möglich. Habt ihr das Klicken gehört? Und dann können wir auch darüber wieder schließen. Obwohl das normalerweise automatisch geht. Automatisch. Das sind jetzt schon 14 Tage mit den gleichen Batterien und das sind noch keine Akkus. Bei den Akkus müsst ihr darauf achten, dass ihr das nur mit der Powerbank lädt. Oder ja, ich hole das mal raus. Ich werde, glaube ich, erst so in 4 Wochen dann nimm dir schon einen schönen Kreuz raus und dann hatte ich ja euch ja schon gezeigt, wie ihr das öffnet. So, ich habe jetzt die Akkus mal eingesetzt. Jetzt seht ihr, dass der Akkustand oder der Batteriestand nur noch so halb voll ist. Und dann zeige ich euch jetzt noch mal, wie man das, ja, ich glaube, das wisst ihr schon zwar selber, aber wirklich nur mit der Powerbank, mit keinem anderen, also nicht mit dem Netzgerät und dann hier USB-C ran. Ist jetzt etwas schwer hier zu sehen. Und dann, ja, wenn ihr ein leichtes habt, oder dann könnt ihr das auch hier auf die Tür legen. So, dass es nicht runterfällt. Also ich habe jetzt 3x800 mAh eingesetzt an Akkus. Und wenn ihr das wieder rausnimmt, bitte richtig zumachen. Und die Firma V-Log hat momentan Summer Sales. Ich verlinke euch das und in der Videobeschreibung. Geht da drauf. Das gibt richtig viel Rabatte, auch auf den 61er, 41er. Ich schreibe euch das und dann schaut mal rein. So, hier sind die Summer Sales von V-Log, Smart Lock. Statt 259 für 149 Euro. Und dann gibt es noch den Code, dann kriegt ihr es noch ein bisschen billiger. VD30. Ich verlinke euch alle Codes, die ihr braucht und auch die Seite. Und dann findet ihr garantiert das eine oder das andere Produkt, was ihr gerne haben möchtet. Hier, das ist mein Touch 61. Momentan, auch hierfür gibt es einen Code. Schaut euch hier ist dieses PCB41 an. Auch das ist deutlich günstiger geworden. Auf jeden Fall bei vielen Produkten ist Summer Sales. Geht drauf und schaut euch die Produkte an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Fazitvideo in circa 4 Wochen. Ich will das noch ordentlich testen. Bis dann, euer Team. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.